Hallo und herzlich willkommen zum inzwischen fünften Türchen des Adventskalenders. Wie immer mit Noah. Hallo. Hallo. Jetzt ist mir genau. Aufgefallen, dass ich morgen einfach Geburtstag habe. Stimmt, morgen hast du Geburtstag. Lol. Moin. Nice Scheiße, stimmt. Am 6. Leute, an Nikolaus. Nikolaus hat Geburtstag. Der knallige Geburtstag, man mag es kaum glauben. Ist krass. Wir wollen heute noch ein bisschen hier unseren Keller optimieren. Wir wollten ja nämlich hier unten ein bisschen die Steine reinlegen und das hatte ich jetzt nämlich vor. Da haben wir in der letzten Folge schon kurz angefangen, das hier zu braten. Die sind nämlich inzwischen natürlich fertig. Und Noah ist ein treuer Gefährte und Gehilfe, wie immer. Ein Gehilfe, ich bin in deinem Bett, willst du es mal angucken? Mit einer Spitzhacke? In meinem Bett, oha. Bett, du betrügst mich also mit Noah, jo, alles klar. Ich gehe da mal wieder, ne? Tschüss, viel Spaß euch beiden. Richtig. Noch. Und dein Bett. Komplett Fall Damage. Und willst du denn etwa auch ein, zwei Steine? Nein? Ja, hast du richtig, Leute, ich stand hinter dir. Hast du nach oben geguckt, hörst du oben Knönli? Hey, wo bist du denn? Ach, da oben bist du. Ja, hallo. Hallo. Ja, hier, guck mal. Da. Oh ja, da. Das ist halt, guck mal, ist einfach daneben gefallen. Bleib hier. Komm, hallo, ich kann es nicht mehr aufnehmen. Oh Leute, gib mir halt nächstes Mal noch mehr. Ich hab dir 2 Stacks gegeben, ich hab auch 2 Stacks. Komplett übertrieben. Ich hab einfach ein paar Stacks mal rausgehauen, ne? Man muss ja auch mal, entweder man hat's oder man hat's nicht, ne? Harz 4. Ja, also Leute, ne? Harz 4, wisst ihr Bescheid. Ist ein wichtiges Thema im Leben von Noah. Richtig, weil es in der Schweiz auch Harz 4 gibt, Kappa. Richtig. Mann, Johannes, du kannst dich bauen, aber das ist ja auch nicht seriös. So. Plup, 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 plup. Dann können die hier nämlich raus, die Heslon-Treppen. Und dann hätte wieder so. Und dann sieht das doch schon mal. Ja, das ist geplant, weil hier muss was anderes rein am Boden. Ja, dann machst du die einfach rein. Ja, lol. Ja, easy. Ja, ich habe aber keinen mehr von denen. Ja, oder wir machen doch was anderes. Wie wär's denn mit. Oh, lol. Wie wär's denn mit. Nee, mach doch, mal doch, raus. Doch. Warte mal. Wie wär's denn mit. Ach so, du willst jetzt so auf Treppenmäßig oder was? Junge, du hast schon wieder die Ideen, Alter. Boah, Junge. Noah ballert wieder. Ed ballert. Was für ein Ding? Ed ballert wieder ballert. Ed ballert. Ich rede mich halt ballert, Alter. Ja, so dachte ich das auch. Toll. Komplett in die Ecken aber auch, ne? Das ist schon... Sieht schon geil. Ein bisschen sexuell erregend aus, oder? Richtig, das ist allerdings. Kann man da leider keine Fackeln hinmachen, aber gut, das ist auch erstmal zweitrangig. Nee, aber doch, kann man mal so machen. Doch. Kleiner Aufzug hier nach oben. Der vor allem auch nach unten. Ist halt echt cool, ne? Kannst halt auch einfach instant hier runter, so plupp. Loch im Boden. Schon nice. Loch im Boden, Alter. Nicht im Boden. Boah, ist ein cooler Scheiß. Ja, nee, dann hätten wir das, ne? Nächste Folge bei Noah. Nee, Spaß. Können wir eigentlich instant noch weitermachen mit den Wänden irgendwie, die noch ein bisschen, ich weiß nicht, mit was wollen wir das machen? Ja, ich würde aber erstmal auch die eine oder andere Kiste hinpflanzen, aber die Frage ist, ne? Oder andere Kiste, ja. Die Frage ist, wie wir das jetzt hier aufteilen, sozusagen. Wie aufteilen? Ja, willst du es etwa teilen? Ich hätte gern ein Lager mit dir zusammen, Noah. Nein, ich meine, jetzt guck mal, wegen den ganzen Kisten, ach, wie man das macht, dass es schön Kisten aussieht. Ja. Also ich, wir machen... Ja, ist selbstverständlich. Willkommen. Ist ja, so, Leute. Wir machen das einfach so, Ditte, dass wir, wir machen das mit den Trap Chests und so, ne? Dass du sozusagen mal die auch übereinander und nebeneinander und so. Also, dass du 2 Kisten... Ja, dazu 2 Kisten. Was ist denn mit dem? Ich muss da eigentlich nichts mehr zu sagen, oder? Nur, also, Leute. Doch, warte mal, ich muss dir was zeigen. Schau mich mal an. Ja. Warte mal. Oh! Toll, Noah, klasse. ich würde sagen, wir placen die einfach. Ja, so, einfach gell? Ja, das so. Ja, genau.
Also was ich spamme. Aber das geht. Nee, das geht mir aber nicht auf hier. Wir müssen noch einen weiter hier in der Wand. Tut mir leid. Einen mehr brauchen wir noch. Momentchen mal. Was denn? Das sind jetzt da komplett alles Geschenke, das weißt du, ne? Ja, wir haben so einen Geschenkekeller. Wir sind der Weihnachtsmann nur. Guck dir das mal an, warte. Voll geil. Nice, ist schon. Komplett die Grünen. Oh lol, dann lass aber hier so einzeln hinmachen, weil dann. Nee, ist eigentlich scheiße, aber dann haben wir halt noch schön rote. Rote, weißt du? Doch, lass immer abwechseln, obwohl, ne, ist halt richtig kacke zu lagern, ne? Der wäre richtig hässlich und miesig. Ja, die Münzen halt, sind ja halt grün. Dann oder ich könnte ja auch grün, einfach neue Pixel, dass die eine geile Farbe haben. Ja, im Prinzip müssen wir das. Nee, du machst das gerade falsch, ne? Johannes, hier ist gerade was passiert, was nicht so schön ist. Willst du mal ganz kurz auf den Marktplatz kommen? Das war nicht ich. Ja, jetzt redet er sich wieder nicht raus. Noah, Fresse. Nein, Spaß. Das war der dumme Creeper, der hat sogar eine Mütze auf. Ja, ist ja gut, mein Kleiner. Heul nicht gleich wieder rum. Spaß. Hauptsache, es ist nur ganz geblieben. Ja, das fehlt halt ein. Extra. Ja. So. Mach da echt mal ein Fenster rein, das ballert eigentlich ganz gut. Soll ich machen? Komm, lassen wir direkt da das Fenster. Hab ich noch eine Scheibe? Ich hatte auch Glasscheiben. Guck mal, ich habe hier Glasscheiben. Pupp. Mann, sind wir vorbereitet, ey. Mann, du. Mann. Ja, ist nice. Dann geh ich mal wieder zurück, ne? Gucken wir da mal wieder. Du machst da dein Löchlein zu. Jo. Ist toll. Stopf mal deine Löcher in den Hosen. Ich würde sagen, wir gehen dann doch mal wieder nach unten und ich wollte nämlich eigentlich hier gerade den Boden noch kurz machen. Das war der Plan, Leute. Genau. Scheiße. Was ist mit deinem Deutsch? Ob du noch Stein Stone Bricks hast? Warte, ich muss gucken. Ja, im Stack, ich bring dir die. Also, nennen die der Stone Brick Dude. Machst deine Augen wieder rein? Oh lol, der hat ja auch gesehen. Sieht aus wie so ein Zombie, Alter. Noah? Achso. Ja? So vor die Tür gelegt, ey, so ein Schlawiner. Richtig abgehoben. So, zack, fertig, Schluss, aus, Ende. Okay. Dann können wir nämlich jetzt endlich mal hier Kiste. Perfekt. Leute, das sieht schön aus so. Dann kann man nämlich hier Kiste. Wow. Very impressive. Okay. Ja, nice Scheiße. Ey, dann kann man nämlich hier jetzt die Kiste so setzen. Dann kann man nämlich immer die Ecken sozusagen freilassen. Und dann da irgendwas noch hinbauen. Und hat dann hier so seinen Lagerkeller einmal außenrum. Und dann können wir nämlich so coole Regalbäume. Wollen wir die Kisten auf die Geschenke auf, wollen wir bestimmt auf Regale stellen, so, ne? Ja, sieht geil aus. Regale, Steinregale oder Holzregale? Holz auf jeden Fall. Das sieht cool aus. Ne? Dann machen wir doch einfach Holz. So geile Fichtenholzregale, alle, ihr redet Bock drauf. Ich wäre für die Fichtenholzregale, dass man dann nämlich sagt. Genau. Ja. Genau so, Noah. Perfekt. Ja, das ist nice. Aber relativ hoch jetzt, ne? Und dann so oder wie? Ja, dann so. Genau. Muss man immer so nach oben gucken. Ja, wie willst du denn sonst passt machen? Nee, ja, geht ja nicht anders. Kannst auch noch einen höher machen, also ist jetzt auch kein Ding, ne? Wäre ich auch alles dabei. Klar. Nee, aber willst du nicht einen tiefer machen? Dann kann man zwei Ebenen machen. Wir machen das so, auch zwei Ebenen. Wir machen doch da drunter jetzt noch einen. Ach so, ja, dann ist alles gut, das passt. Dann habe ich das missverstanden. Nur unser Mist, Alter. Mann. Mann. Ja, Johannes, genau so war das geplant. What the fuck? Nee, der bleibt erstmal weg. So, perfekt. Haben wir denn noch? Haben wir noch, ja, perfekt. Toi. So. Den da. Fuck, ich hab mich verbaut. Kaka. Na, ich hab keine Dinge mehr. Keine Kisten?
Ja, genau. Ja, genau. Hast du noch Holz? Ich habe noch Holz, ja. Kannst du mir das mal droppen? Das kann ich dir droppen. Droppen sie es mir. Dankeschön für den Drop. Kein Ding, mein Knödli. So. Krieg ich ja, dann ist auch wieder rein. 6 Kisten. Fuck it. Ja, die sieht ja auch super aus, auf jeden Fall. Eieiei, was hier für ein Müllball rauskommt. Mann, das ist, doch, Mann, das ist so. Mann, 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 Mann. So. Ja, klasse. Wir haben immerhin schon mal die Regale, Alter. Wir, immerhin. Es geht los, Leute. Wir haben dann schon mal einen Lagerkeller hier in unserem Haupthaus. Und die Wände ja. hinten noch ein bisschen schöner machen. Ja, ja, die Wände müssen wir noch komplett machen, Alter. Auswechseln. Also, ja, 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 ja. Das können wir eigentlich direkt mal machen. Wollen wir einfach so kalter Hintergrundstein oder wie machen wir das? Müssen wir gucken, können wir auch mit verschiedenen Steinen arbeiten vielleicht sogar. Oha, jetzt geht aber die kreative Phase wieder los hier beim Noah. Jetzt geht's wieder los, Alter. Die kreative Phase. Also sozusagen einfach eine Schicht, ne, wegnehmen. Mhm. Ich glaube, dann mache ich jetzt einfach erstmal hier so den hier. So, komplettes Loch. Überall komplett einmal draußen hier. Ja. Warum baust du denn jetzt alles weg? Also Stein würde ich erstmal lassen, oder? Nö. Du musst schon die ganze Schicht rausnehmen. Das sieht jetzt erstmal dumm aus, natürlich, ne? Willst du alles wegmachen? Auch den ganzen schönen Stein? Eine ganze Schicht, ja. Eine ganze Schicht wegmachen, oder nicht? Okay. Ja, doch, ist okay. Gut, klar, wenn du sagst, du willst es dann noch ersetzen durch andere Steine, dann hast du natürlich recht, mein lieber Noah. Dann muss man das natürlich ordentlich vorbereiten. Richtig. Und wir machen ja hier keine halben Sachen, ne? Eben. Ich meine, wir sind ja Team Friendly, die machen nie halbe Sachen. Richtig. Deswegen. Ja. Ja, übrigens, wir haben uns abgesprochen, Leute, mit Maurice für einen Fight gleich. Die Folge habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, die kommt nämlich 2 Tage vor der hier. Ich glaube, es ist auf jeden Fall Folge 21, glaube ich. Das ist ultra schwer so. Ich glaube. Weil das Ding ist, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe morgen Geburtstag, weil eigentlich habe ich gar nicht morgen Geburtstag. Also es ist halt für euch schon. Für euch hat nur am Morgen Geburtstag. Für euch habe ich nicht morgen Geburtstag. Aber für uns eigentlich ist heute der dritte. Und so der dritte. Für uns ist morgen der vierte und für euch ist morgen der sechste. Also ist ein bisschen tricky. Genau. Das ist nämlich das Problem an der Sache. Genau. So, aber wir kriegen das hin, Leute. Wir sind ja nicht auf den Kopf gefallen, ne? Na gut, manchmal vielleicht schon ein bisschen, aber es ist auch wieder eine andere Story. Also, wir machen auf jeden Fall hier noch ein bisschen die Wände raus. Fertig, kurz eben. Und dann, überlegen wir uns, was wir dahinter reinsetzen. Wie machen wir das denn? Wir müssen hier übrigens irgendwie uns was anderes mit der Treppe überlegen, nur. Sonst wird das hier schwierig mit dem. Richtig, ja, genau. Das habe ich auch noch gesehen. Oder, Johannes, man nimmt halt die ganze Sache ein nach vorne. Oh, die muss aber alles so. Okay. Nee, egal, jetzt bist du da schon dran. Nee, das können wir jetzt nicht mehr machen. Und hast du ein bisschen Essen für mich? Ja. Das, also viel habe ich auch nicht mehr. Nee, wir müssen schon irgendwie. Nee, wir müssen schon eigentlich man verschieben, oder nicht? Weil sonst. Nee, man kann das hier einfach wegmachen. Lol, und dann machst du da halt so ein bisschen anders. Ja, aber dann sieht er von außen, sieht es dann. Wir müssen aber auch gucken, dass es von außen dann nicht komplett scheiße aussieht. Nein, sieht's nicht. Warte, ich mach das toll. Ich mach das ganz toll, nur, pass auf. Fuck, ich brauche mehr Haarslaps. hast du noch was von dem Dark Oak? Nee, ja doch schon. Bisschen. Ich mach mal ganz wenig. Droppe ich die auf die Treppe. Auf welche? Unten. Okay. Da liegt's. Ein bisschen müde. Danke. Oh, 6 Stück nur noch. Das ist Batman. Da können wir aber eigentlich im Prinzip einfach hier so den hier machen. Obwohl das auch echt Müll ist eigentlich hier so. Das kann man das so lassen? Das sieht so schön symmetrisch aus. Das hat so irgendwie was. Kann man nämlich so von außen sogar noch den hier machen. Alter, wow, Johann. Oh mein Gott, lol. Bisschen wäre impressed, Alter. Ja. Lol, komplett erschrocken. Neben mir ist so ein Schrank, ne? Mhm. Meine Katze, die hat auf diesem Schrank gepennt und jetzt komplett aufgestanden und schaut mich so komplett creepy an. Die ganze Zeit. Lol.
Hä, aber das ist doch mega nice hier eigentlich, oder? Das hat doch was. Yeah. Ist ja geil. Das Typ ist nennen die Johannes. Okay, was machen wir jetzt mit dem Hintergrund? Hintergrund, müssen wir gucken. Können wir vielleicht Oh, warte nächste mal, Folge Hintergrund mal machen wir nächste Folge, Leute. Genau, wie sehe ich, gerade hier time-mäßig ist schon wieder Time Over, Alter. Time-Bomb ist. Time is up, Alter. Komm, lass mal Verabschiedung auf meiner Seite machen. Nee. Kann man das eigentlich so machen, also dass es mit dem Ding bloß mich nicht wirklich hinsetzen kann? Ja, muss die Pferde da wieder hin. Da müssen wir dann machen. Nicht jetzt, hallo. So, das war's dann auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich würde sagen, lasst den Daumen nach oben da. Wenn es euch gefallen hat, schaut auch morgen unbedingt wieder beim lieben Noah vorbei. Da kommt nämlich die nächste Folge an seinem Geburtstag, am 6. Mhm. Genau, lasst da mal liebe Grüße da und ne, morgen geht's ab, Leute. Genau, bis dahin würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ne, reingehauen. Ciao, ciao. Tschüss.